So Leute, jetzt habe ich hier den legendären Ronny Rockel neben mir. Ronny hat die Klasse gewechselt, dann können wir ihn mal selber mal fragen, also wie es dazu gekommen ist, dass du die Klasse gewechselt hast. Ja gut, ich habe ja letzte Saison gesehen, dann stehst du neben den Dallas McGarver, der einfach mal einen Kopf größer ist und das siehst du erstmal schon mal blöd aus. So, und dann ist er auch noch jünger. Und wenn du dann siehst, die anderen sind generell nochmal 10 oder 12 oder wie viele Jahre jünger und ja, irgendwo hat man dann halt, kann man halt, und dann haben sie nochmal, jetzt stehst du vielleicht unglücklicherweise noch neben einem Rami, na, dann tust du gleich losen halt, ne. Und ja, dann habe ich halt schon überlegt, okay, was machst du oder überhaupt weiterzumachen und, aber da ja dann die Arnolds war und der Hidetada Yamagishi das Ding gewonnen hat in der Klasse, da habe ich mir gedacht, okay, du versuchst halt jetzt da zu wechseln und halt da jetzt auf die Olympia zu kommen. Habe ich ja schon, habe ich halt noch geschafft, war ja schon qualifiziert mit den Punkten in der offenen Klasse. Und ja, unglücklicherweise haben sie mir keine Show, haben sie mich keine Show gewinnen lassen, halt dreimal Toter. Man muss dann halt sammeln. Ich meine, wenn man jetzt eine Show gewinnt, dann ist man halt fertig und so muss man halt Punkte sammeln. Dann hätte ich jetzt nur 2 Shows gemacht mit 2 Plätzen, dann hätte ich nur 8 Punkte gehabt, dann wäre ich jetzt ohne Show gestanden. Also habe ich das jetzt gesagt, okay, ich mache so lange mit, bis ich halt die scheiß Quali habe. So, und die habe ich halt nur jetzt und jetzt habe ich oder denke ich, dass ich halt jetzt generell das beste Paket überhaupt in meiner Profikarriere habe. Bin jetzt noch die letzten 10, 12 Tage vor der Olympia zur Casey hier, Casey La France, geflogen oder hingemacht. Und die hat mich jetzt die letzten 2 Wochen halt mit dem Essen und so halt noch gecoacht. Okay, also ist es denn jetzt von Grund auf anders jetzt die Meisterschaften? Du hast ja jetzt einige 212-Meisterschaften mitgemacht. Ist das, empfindest du das leichter, wenn du hinter der Bühne aufpumpst, weil da wird ja keiner massiver sein als du? Genau, das ist ja schon mal der springende Punkt. Ne? Okay, jetzt sind ja auch Leute, die sind vielleicht nochmal 5 cm kleiner wie der Flex, der dann auch gestern beim Einwiegen, aber da hat er halt noch Klamotten an, 209 oder 210 hatte, ich hatte 211 ohne Klamotten. Und man hat jetzt halt schon mal nicht, dass einer 10 oder 20 Kilo mehr hat und man ist ungefähr die gleiche Größe. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Wie gesagt, wo ich 6. war, ich meine, war ein Kai Green hinter mir gewesen mit, was weiß ich, 20 Kilo mehr. Und also wenn die Form bei mir passt, dann wird es halt auch schwer für solche Leute. Aber was ich halt jetzt noch sagen will, ist, dass ich eigentlich jetzt, ich hatte zwar gestern beim Einwiegen 211, aber jetzt hatte ich, also jetzt vorhin auf der Waage 219. Also tut sich eigentlich zur offenen Klasse gar nichts, also mein Gewicht, was ich sonst hatte, eigentlich gar nichts groß jetzt verschieben oder verändern. Das wäre jetzt so die Frage, also 219, das sind in Deutsch Kilogramm, sind das ungefähr? Halb oder so. Ja, das hast du auch vorher gehabt und jetzt hast du halt ein bisschen nicht. Dann, da wo ich damals 6. geworden bin, da hatte ich 99 Kilo. Okay. Ja. Also das heißt auch, du änderst da bei der Ernährung kaum was oder hast du, weil du hast ja gesagt, du hast einen neuen Coach hier zugelegt. Ja gut, jetzt neuer Coach zugelegt. Ich habe also hab jetzt schon mehrere Coaches gehabt, wovon ich eigentlich von jedem gute Sachen gelernt habe und habe jetzt so meinen eigenen Mix gemacht und aber halt mit dem Essen und so ist halt schon gut, wenn man jemanden hat, die letzten 2 Wochen, wo man sich überhaupt nicht drum kümmern muss und der dann halt weiß, weil die Casey ist ja auch jahrelang ein Profi oder ist noch Profi, weiß dann genau, wie, was und genau die Mengen und was ich halt essen muss, ob ich jetzt Fisch oder jetzt Fleisch oder also Rind oder Ei essen muss halt, das hat die halt alles auf dem Schirm und das ist halt schön, wenn ich mich da einfach gedankenmäßig da vorher rausnehmen kann und einfach nur, ja, also ich brauche mich. Training kümmerst, ja. Genau, einfach nur trainieren und einfach nur rumliegen und blöd gucken halt, ne. Okay, also du kennst ja mittlerweile fast alle Gegner, denke ich mal, jetzt, die jetzt mitgemacht haben. Einige haben sich so qualifiziert durch die Punkte. Ich weiß nicht, also es ist ja schon eine ganz andere Nummer. Wie siehst du hier jetzt ungefähr deine Chancen, also meinst du, weil sonst bei der anderen Klasse hast du immer gesagt, okay, Top 6, Top 10 wäre super, was sagst du hier? Ja, also ist ja schon mal Fakt. Wenn sie, weil viele sagen, ja, die kleine Klasse ist viel härter, dann könnten ja die Leute sagen, wenn die so viel besser oder härter wären, dann könnten die ja sagen, okay, ich gehe auf die anderen Wettkämpfe in der offenen Klasse und hol mir das Preisgeld. So, aber der Flex Lewis, das kann ich halt wieder sagen, da war 2011,
habe ich ihn zweimal in die offene Klasse gekommen. Da war er Vizemeister Olympia in der 202 und ich habe ihn zweimal geschlagen. So, Hidetada war auch immer in der offenen Klasse hinter mir und wie gesagt, das ist halt wieder die andere Seite, was mich wieder jetzt pusht. Gut, man muss jetzt wieder gucken, wie ist das jetzt hier, man ist jetzt wieder auf der Olympia, er hat jetzt hier fünfmal gewonnen, okay, jetzt will ich mich ja nicht anmaßen hier zu sagen, ich will den Flex Lewis schlagen oder so, aber auf alle Fälle, ich will halt schon ins Finale. Also Finale heißt, du hast ganz fest im Visier Top 6. Ja, also klar, das ist das Ziel. Ich meine, das ist ja von jedem Athlet. Ja, es ist klar, aber so realistisch, also du bist ja auch ein langjähriger Profi. Sagst du ja, die Form ist jetzt so perfekt. Du hast am Anfang gesagt, das ist jetzt die beste Form, beste Paket. Du kennst die Jungs hier auch. Ist es dann für dich so nicht in Ordnung, wenn du jetzt Fünfter oder Sechster wirst? Ja gut, Fünfter ist ja Finale und beim Sechsten, da sage ich, okay, da kann man nochmal ein Auge zudrücken. Ne? Aber ja, klar, jetzt habe ich mir die Zeitung angeguckt und ich meine, das sind Leute, der Henry, der war Zweiter gewesen in der 2012 und ein Jahr später war er 14. Ich meine, das passiert halt, jeder verkackt mal, aber ich bin, sagen wir mal, sehr positiv. Also was ich jetzt von mir selber sagen kann, wie ich mich jetzt selber einschätze, ich will ins Finale kommen auf jeden Fall. Und aber für mich ist halt auf alle Fälle wichtig, wenn die Form passt und das Ergebnis aber nicht, aus irgendwelchen Gründen, dann ist mir das auch egal. Weil ich muss ja mit mir zufrieden sein. Ich kann das andere nicht beeinflussen. Ich meine, wenn jemand sagt, du bist hässlich, dann denkt er halt, du bist hässlich. Dann ist es halt so. Und da kann man halt nichts machen. Ne? Und wie sind deine Pläne jetzt in Zukunft? Du machst jetzt Mr. Olympia 2016 mit. Viele Athleten nehmen die Form noch mit, weil in den nächsten Wochen sind ja auch noch einige Meisterschaften. Willst du dich nochmal fürs nächste Jahr qualifizieren, jetzt wo du noch in Form bist? Na gut, also jetzt müsste, also für mich ist jetzt die Olympia definitiv erstmal nach einem Jahr, muss ich noch sagen, der 13. Wettkampf jetzt, in einem Jahr von der letzten Olympia zu jetzt, mache ich jetzt erstmal nichts. Ich mache jetzt erstmal die Pause, weil ich müsste dann wieder nach Korea fliegen. So. Und der nächste Wettkampf wäre dann Phoenix und da habe ich absolut keinen Bock drauf. Falls es halt um die Qualifikation gehen sollte. Aber deswegen ist ja das Ziel, in die Top 5 zu kommen, damit man halt die Quali hat. Ich meine, das Preisgeld, was man hier bekommt, das kann man ja auch vergessen. Okay, also ist schon etwas weniger als... Wenn man jetzt mal rein vom ersten Platz ausgeht, für jeder hat 400.000 bekommen letztes Jahr und der erste in der 2012 war halt 40. Also das ist einfach eine Lachnummer. Ja. Gut, okay, also das reicht für die Zuschauer so, wir haben ja genug Informationen bekommen. Was würdest du jetzt für deine deutschen Fans nochmal sagen, also wenn du jetzt in die Kamera reinsprichst und deinen deutschen Fans mal ja, direkt mal ansprechen würdest? Ja, okay, ich bin halt nur mal noch der einzige Deutsche hier, also jetzt von Männern jedenfalls, und will halt für Deutschland und für meine Fans halt die Fahne hochhalten und hoffe halt, dass es halt doch nicht der letzte Wettkampf ist und dass ich halt, also was heißt der letzte Wettkampf, also die letzte Olympia oder so, dass ich halt nächstes Jahr halt nochmal hier bin. Okay, ja, Dankeschön und wir hoffen mal, dass wir dich öfter noch sehen und ja, auf der FIBO sowieso. Denke ich mal, spätestens. Und dann werden wir sehen, also wie es da mit dir weitergeht. Arnold Classics gibt es ja auch noch. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, das wäre halt das Nächste, was ich anvisieren würde. Aber wie gesagt, jetzt machen wir erstmal, wie gesagt, das sind ja jetzt zwei Tage. Morgen das Pre-Judging und dann Samstag das Finale. Jetzt machen wir erstmal, also morgen wissen wir schon mal, wer oder ungefähr, wo man steht. Also ich meine, ich als bei so vielen Wettkämpfen als alter Hase weiß genau, wie wenn die Vergleiche sind, wo man dann steht. Und meistens ist es auch immer so dann halt, ne? Also werden wir dann morgen sehen. Also, Dankeschön und tschüss. Danke dir, Ronny. Danke. Gut. Okay.